Das, was wir vorher gesehen haben, das war der Sonnenaufgang über dem Chasseral. Wir haben ja gerade gesehen, welches Einzugsgebiet das wir haben. Das liegt also zwischen diesen drei Seen, Neuenburger, Murten und Bielersee. Wir sind mal extra früh am Morgen aufgestanden, um zu schauen, was wir für Insekten sehen. Und wir waren die Ersten gewesen. Und die Einzigen. Und hier sehen wir auch, warum. Die kleinen Viecher haben am Morgen Probleme. Also wenn ihr Probleme habt beim Aufstehen, dann müsst ihr mal schauen, was die Kleinsten da hier für eine Sache müssen bewältigen müssen. Das hier ist ein... Das ist eine von diesen Dickkopfflügen. Die ist auch noch nicht richtig wach. Die muss sich jetzt auch zuerst noch trocknen. Und auf Betriebstemperatur bringen. Das ist eine gleichliche, einfach eine andere Art. Sie sagen einfach, diese Dickkopfflügen, weil sie so einen dicken Kopf haben. Was noch sinnvoll ist. Ja. Und sie sind nicht so nett, weil sie sind Parasiten von den Hummeln. Aber die da hat auf jeden Fall jetzt gerade Hunger. Habe ich gelesen, ja. Die tut jetzt gerade zum Morgen ein. Vielleicht trinkt sie auch so aus einem Blumenkelch. Das ist alles möglich. Haben wir den Rüssel lang bis oben? Und dann immer wieder putzen. Was am Morgen klar ist, wir nehmen ja auch eine Dusche. Das hier ist eine Maskenbiene. Es sind ganz kleine Beine zwischen 3,5 und 10 mm. Sie sind wirklich rar, wir treffen die nicht viel an. Man muss Glück haben, dass man die gerade so schön frutscht. Ja, und hier sehen wir auch gerade, auch sie hat Durst, offenbar, oder Hunger. Wir sehen gerade das Grössenverhältnis vom Blütenstängel in der Mitte und dem Beinchen. Also es ist ein ganz kleines. Ja, ich glaube nicht so recht, was er sieht. Er muss sich noch Augen reiben. Vielleicht hat er die Fotolinse gesehen. Das ist natürlich auch möglich. Das hier ist ein Männchen, Ameisendrohne. Und das ist die echte Problem beim Aufstehen. Eine Drohne, ist das wirklich ein Männchen oder ein Weibli? Ich glaube, das ist ein Männchen, oder? Ich weiß es nicht einmal. Was ist gemeint? Ja, müssen wir es noch anlesen. Für das gibt es jetzt Wikipedia. Ja. Leck hat denn das Zeug da? Das ist wahrscheinlich sein erster Morgen, weil die sind mal nicht so lange geschlüpft vorher, oder? Wieso klebt das eigentlich dran? Ist das wegen der Wasserspannung? Ja, ja, das ist, ich glaube, wir sagen dem Attention. Jetzt hat es sich bei Scheichen ja eingeklebt. Jetzt ist gut. Aber Problem gelöst. Da
das ist eine blaue Schmeissfliege. Ja. Und die hat natürlich einen Ballast. Die lässt sich auch schön trocknen zuerst. Eine wunderbare Fliege. Man schaut, was die so für eine metallische Oberfläche hat. Das tut schimmern. Das ist eine Zirkade. Ja. Und da sieht man gerade, das stört sie überhaupt nicht. Die tut oben dran, im Trocken, Tropfen tut die gerade zucken. Das ist ihr völlig egal, ja. Aber weit hüpfen würde sie auch nicht mit dieser Last. Das ist die Polsterfliege hier. Geputzt, Morgentoilette. Und das ist es. Ein Getreidehähnchen. Genau, ein rothausig, so wie man da. Genau, ja. Schön gesehen. Ja. Das ist ja ganz klein. Das sind die etwa 3-4 mm oder so. Ja. So irgendetwas. Ja. Und darauf an, wie man berechnet, ob man die Pfeiler rein berechnet oder nicht. Mhm. Und der klebt fest an dem Tautropfen. Ja, der hat lang gekämpft. Probiert man mal vorzuschieben. Ja, da wird er darüber nachdenken. Also. Das ist noch eine Zwergzikade. Es ist gleich später am Morgen, da sind die Tautropfen schon relativ klein. Aber das ist auch ganz klein. Das ist ein Feldgrashüpfer, glaube ich. Und der braucht den Tautropfen gerade als Küsse. Also sie schauen immer in die Kamera, die Heuschrecken, wenn man sie sieht. Ja, eigentlich alle Insekten. Sie haben in den Augen einen kleinen schwarzen Punkt, den tun wir dann später noch erzählen. Die Serie ist schon fertig, der erste Teil. Bis später. Bis dann.